So, auf was habt ihr Bock? Ja, Krypto Crash. Krypto ist super spannend. Da sieht man, wie es derzeit runtergeht. Moment, machen wir One Month. Das sieht gar nicht so tragisch aus, wenn man das auf so eine breite Achse streut. Naja, okay, also wir sind in einem Monat von 27.000 im Bitcoin auf 18.000, also fast 10.000 Euro runter und das gerade in den letzten Tagen. Was da passiert? Ich glaube, das sind jetzt einige Kettenreaktionen, die losgetreten sind. Das Ganze ging ja mit Terra Luna los, da hatten wir ja schon mal drüber gesprochen. Und gefolgt von Celsius. Ich weiß nicht, schreibt mal in den Chat, wenn ihr einen Account bei Nuri habt. Also die haben ja quasi so ein Angebot gemacht, ein Ertragskonto. Ich finde den Namen Konto ein bisschen falsch gewählt, weil Konto suggeriert so halt Sicherheit, aber okay. Ein Ertragskonto, wo man sein Geld in Bitcoin staken konnte und das war bei Celsius, einem der größten Anbieter, der jetzt gerade die Auszahlung stoppt. Das ist auch so ein Zeitpunkt eigentlich, gerade gab es ziemlich viele Startups, die sich so bereit gemacht haben, um auch so Staking und generell Finanzprodukte im Crypto-Space zu vergleichen und so weiter. Und ich glaube, jetzt ist wahrscheinlich, wenn jetzt alle bust gehen, werden erstmal die Privatanleger noch ein paar Jährchen die Finger von lassen. Ja, was ich halt krass finde, ist, also man merkt halt, dass der Crypto-Space halt sehr, sehr overleveraged war, also mit super, super viel Hebel. Das erkennt man halt darin, dass die einen den anderen Geld geliehen haben, also wie so quasi wie so ein Karussell, wie so ein Perpetuum mobile oder wie man das nennt, dass sich das so hochschaukelt und wenn es irgendwo an einer Stelle knallt, dann gehen auf einmal überall die Reserven verloren. Und einer der größten Fonds, der größten Krypto-Fonds ist pleite gegangen, Five Arrows, muss ich nachher mal googeln, was dahinter steckt und das hat natürlich auch wieder dafür gesorgt. Also du hast die Luna-Thematik, du hast Celsius, was noch gar nicht final gelöst ist. Ja, also man weiß nicht, wann dort wieder Geld rankommt. Und dann hast du einen der größten Fonds, der pleite gegangen ist, weil er unter anderem auch investiert hatte in Terra Luna. Also wie gesagt, dieses Celsius, darüber haben wir ja gesprochen. Celsius ist eine Plattform, wo man Krypto-Lending betreiben kann. Da haben wir ja schon mal drüber gesprochen, haben ein spezielles Video sogar mal zum Krypto-Lending gemacht. Ich glaube, viele in Europa wissen noch nicht, wie groß das eigentlich ist. Also ich glaube, in Amerika ist das schon deutlich verbreitet, auch dieses BlockFi. BlockFi, ja, die sind ja auch in Schwierigkeiten geraten. Genau, das ist ein Riesending, dass du deine Kohle quasi dort anlegst und wer mit denen zusammengearbeitet hat, hatten wir eben schon mal kurz drüber gesprochen, dass Nuri, ein deutsches Krypto-Startup, auch hier in Berlin, wobei Startup ist schon fast ein bisschen untertrieben. Auch hier, dieser Three Arrows Capital war mit drin gewesen und bei Celsius. Mittlerweile ist es halt so, also man kann sich das vorstellen, wie so, also was am Kryptomarkt los ist, wie so ein Bankrun zu 2007, 2008er Zeiten an der Börse. Im Endeffekt vertraut man sich einfach nicht mehr gegenseitig und ist sich selbst der Nächste und jeder versucht halt jetzt seine Währung zu sichern. Gestern gab es ja übrigens auch einen Ausfall bei Binance. Bei Binance konnte man 3 Stunden lang nicht seine Kryptowährungen abziehen, also seine Bitcoin, sorry. Genau, von daher echt hier der Hinweis nochmal an alle und eindringlichst, kann es immer nur sagen, lasst eure Coins nicht auf den Kryptobörsen. Das solltet ihr auf keinen Fall tun. Ihr solltet eure Coins von den Kryptobörsen abziehen. Not your keys, not your coins ist doch die klare Regel. CEO von Binance meinte, the problem was due to a stock transaction call. Causing a backlog. Aber gut, die können ja auch sagen, was sie wollen. Also da muss ich den Mempool halt anschauen, ne? Aber selbst wenn, ich meine, die können ja richtig viel bezahlen. Also komm mal gucken, aber gut, wir können jetzt nicht so weit zurückgucken. Also das hier war gestern gewesen. Also da war im Mempool ist jetzt schon ein bisschen was los, aber jetzt noch nicht so viel, dass ich sagen würde, da kommt nichts durch. Aber okay, anyways, zieht eure Coins von den Börsen ab, weil wenn die Börse pleite geht, dann können eure Coins weg sein. Also da gibt es keine Sicherheit. Also ihr könnt, so ein Ding kann ich euch empfehlen, ein Ledger. Unser Show-Ledger. Die sehen mittlerweile anders aus. Wir haben da schon einige Mails bekommen, so nach dem Motto, die Ledger, die ich bestellt habe, sehen gar nicht so aus wie auf den Dings. Oder hier, auch ziemlich cooles Teil, Bitbox 2.0. Also es ist halt nur für Bitcoin. Wenn ihr andere Kryptowährungen habt, dann für Maximalisten die bessere Option. Genau. Also ich glaube, es gibt auch eine Bitbox mit 4-5 Coins oder so. Bitbox Multi ist für 3 Coins, ja. Bitcoin, Litecoin, Cardano und Ethereum. Okay, ESC20 Token, da könnt ihr dann also eure ganzen NFTs draufpacken oder was auch immer. Ich glaube, eigentlich ist so das Ding, wenn ihr Bock habt auf eine geile App und eine geile Experience und alle eure Coins storen wollt auf einer Hard Wallet, dann ist Ledger wahrscheinlich der bessere Move. Aber wenn ihr jetzt privacy-technisch übelst darauf achtet, dass private ist und so, selbst die Kundendaten von Bitbox werden, glaube ich, zerstört. Ne? Also es gibt echt gar keine Spur. Nein, die behalten die storen die so lange, wie sie müssen. Also du musst ja legal. Ah, okay. Ja.
Aber es ist schon auf jeden Fall mehr private bei Bitbox, also Privacy. Genau. Aber wir haben da immer ein Vergleichsvideo gemacht, könnt ihr euch mal anschauen. Also wie gesagt, hier nochmal der Appell, falls ihr noch irgendwo was auf irgendwelchen Kryptobörsen rumliegen habt, dann ist jetzt die beste Opportunity, in die Eigenverwahrung überzugehen. Ja? Und ich meine, wir haben ja schon in unseren Videos auch mal viel Wert gelegt, zu sagen, okay, wir gehen dann lieber auf deutsche Kryptobörsen, wir haben Bison empfohlen, BSDX empfohlen und so weiter. Aber auch in dem Kontext immer gesagt, packt eure Coins auf die eigene Wallet. Und jetzt sehen wir halt sowas wie zum Beispiel bei Nuri, auch einem deutschen Anbieter, auch voll sehr wahrscheinlich BaFin reguliert, weiß ich nicht genau. Und auf einmal sind eure Coins eingefroren. Gut, das sind natürlich nur die Coins, die bei Celsius gelegen haben, also die, die für Lending verwendet wurden. Da muss man sich bewusst sein, dass das nochmal ein zusätzliches Risiko ist. Aber ja, es gilt wirklich not your coins, not your keys, not your coins. Also die Nuri-Konten mit einer deutschen IBAN unterliegen der vollständigen Regulierung durch die Bundesanstalt für, also durch die BaFin. BaFin. Ich weiß dann nicht, ob die sich dann das komplette Angebot von denen anschauen oder sich halt nur auf die Verwahrung von Euros dann quasi beschränken. Nee, das geht nur auf Euros. Also ja. Einlagensicherung ist immer nur auf Euros bezogen. Ja. Krypto ist kein reguliertes Asset und deswegen schaut sich die BaFin sowas auch nicht an. Meinung zu Krypto-ETFs. Gut, da haben wir schon echt ziemlich viel dazu gesagt. Es gibt auch Videos dazu, da sind wir drauf eingegangen, in dem Kryptowährung jetzt auch bei Neobrokern heißt das Video oder irgendwie sowas in der Art. Ja, stimmt, da haben wir schon mal ein ausführliches Video zu gemacht. Das Hauptproblem ist einfach nur bei diesen Krypto-ETFs ist, dass die Steuer nach einem Jahr immer noch fällig wird beim Kapitalertragssteuer. Ey, besitzt die Kryptos halt nicht wirklich, ne? Das ist halt ein anderes Modell, ne? Wieso ist Move to Earn raus? Okay, über das Move to Earn können wir gerne mal sprechen, über diese Steppen. Ich meine, ich habe mir das ja auch mal angeguckt und ich war schon fast so kurz davor, 1000 Euro in NFT zu investieren, um diese Schuhe zu haben. Also vielleicht für alle, die nicht wissen, wie das funktioniert. Man kauft sich einen NFT, das sind dann deine digitalen Laufschuhe, die verbindest du dann irgendwie mit deiner Handy-Wallet und dann gibt es eine App dazu und jedes Mal, wenn du läufst, bekommt, also 1000 Euro waren es damals, ich glaube mit dem abgeschmierten Kurs von, keine Ahnung was das ist, dürfte sich das erledigt haben, aber und man hat halt jedes Mal etwas bekommen, wenn man spazieren gegangen ist. Aber man muss sich doch mal die Frage stellen, was denn dahinter steckt, ja? Weil wo kommt denn das Geld her? Wer kreiert denn Wert dadurch, dass ihr laufen geht? Von daher ist es im Endeffekt nichts anderes als, ich würde es jetzt mal liebevoll als ein Mini-Ponzi-Scheme bezeichnen, wo der Wert des steigenden Coins einfach nur davon abhängt, wie viele Leute sich diese neuen NFT-Schuhe kaufen. Ja? Und dann ihre Coins, die sie verdienen, indem sie spazieren gehen, nicht gleich wieder verkaufen, sondern die einfach halten. So funktioniert doch im Endeffekt das Ganze. Von daher, ich sehe da keine wirkliche Wertschöpfung dahinter. Hinzu kommt, dass das Ganze auf Solana läuft und Solana ja mehrfach quasi abgestellt wurde. Also so liquide ist es nicht. Und dann weiß ich auch nicht, wo das gerade ist. Also ich glaube, Solana steckt momentan in krassen Schwierigkeiten, weil deren größtes Projekt, mir ist jetzt der Name entfallen. Ja, Solana ist gar nicht so stark abgeraucht wie Bitcoin, interessanterweise, ja. Ja, ich weiß nicht, wie dieser Step ist. Wie heißt dieser Coin? Der heißt doch bestimmt Steppen-Coin, oder? Ja, doch, der heißt Steppen. Also wie gesagt, es ist interessant, weil, wie gesagt, ich habe ja selbst gesagt, ne, ich wäre fast schon bereit gewesen, mir selbst so ein Ding zu holen und einfach deren Marketing-Topf auszuschlachten, indem ich spazieren gehe. Aber ich habe da irgendwie so Videos gesehen, dass sich das disconnected und du darfst nicht zu schnell laufen oder nicht zu langsam laufen, sonst kriegst du nicht genug Coins und bla bla bla. Ja. Kurz muss ja technologisch schon sehr, sehr ausgefeilt sein, so ein Schuh. Wie groß ist die Market Cap? Derzeit auf 380 Millionen. Und war in der Spitze 2,4 Milliarden. Ah, schon krass. Also ich habe vor kurzem einen guten Podcast gehört, wo es hieß, ich glaube, in den letzten Jahren sind definitiv mehr Leute sehr reich geworden, also sehr reich, 10 Millionen aufwärts durch Krypto, als durch solides Unternehmen aufbauen. Ich meine, das stimmt auch irgendwo. Wann? Jetzt mal ausgenommen von Gorillas, wer schafft es denn in so kurzer Zeit eine Milliardenbewertung hinzukriegen? Das ist ja verrückt. Also der Airdrop, wann war er dann? Also wenn ich jetzt mal auf Alltime gehe, dann war der hier, März 22 war der Airdrop und dann waren sie auf einer 1-Milliarden-Bewertung Ende März, also in einem Monat. Das ist ja crazy, komplett crazy. Wie anfällig sind Krypto für Marktmanipulation? Also extrem anfällig, weil es gibt ja keine Regulierung, ja. Facto könnte jeder Promi immer noch einen Coin pumpen und es gibt keine Aufsicht, die sagen würde, okay, du hast jetzt einen Pump-and-Dump-Scheme betrieben. Also ja, Crypto-Crash. Es gibt, wie gesagt, verschiedenste Faktoren, die da zusammenspielen. Ne? Also Terra Luna, Celsius, Three Arrows. Also es gibt jetzt, jeder ist sich jetzt selbst der Nächste. Ich meine, es gibt auch, so sehr ich mit Roman auf verschiedensten Punkten nicht übereinstimme, bin ich auf jeden Fall schon sehr einig mit ihm, dass die meisten Krypto-Projekte eigentlich nichts anderes als Fintechs sind. Ne? Also das
Die sind nicht komplett dezentral, wie das behauptet wird. Und im Endeffekt ist es halt einfach nur ein Fintech in einem anderen Gewand. Und das ist halt super aufgebläht und das zieht sich halt jetzt mal wieder zusammen. Ich bin nicht der Meinung, dass alles, was in diesem Umfeld, in diesem DeFi sinnlos ist. Aber auf jeden Fall wird sich das jetzt erstmal einen Dämpfer nehmen. Und ich finde es auch nicht schlecht, weil es ist auch ein guter Zyklus, der dazu gehört. Ich meine, 2017 wollte jeder einfach nur reich werden mit Krypto und ICO. Und da hat man irgendwie an einem Wochenende ein White Paper aus dem Boden gestampft, hat ein ICO gemacht und das Ding ist durch die Decke, jede Menge Kohle eingesammelt, Dankeschön, ciao. Und ich hatte das Gefühl, dass es auch jetzt in letzter Zeit so war mit, auf einmal werden alle reich mit DeFi, weil du mit geliehenem Geld auf einmal krasse Finanzspekulationen betreiben kannst. Aber wenn Krypto irgendwann mal nützlich sein soll, muss es auch Menschen geben, die da tatsächlich programmieren, die da wirkliche Use Cases quasi draus machen. Ich meine, dieses Steppen ist zwar schön, kannst spazieren gehen, wirst dafür bezahlt, dass du draußen bist, so ein bisschen wie Pokémon Go, würde ich behaupten, nur dass du bei Pokémon Go kein Geld verdienen kannst, aber was ist da der echte Use Case dahinter? Also da muss ja irgendwie ein Nutzen davon entstehen, ja. Und das sehe ich noch nicht. Und ich glaube, eine spannende Sache, finde ich, ist das, was unser Kollege, oder wie heißt der Kollege, der Ex-Twitter, wie heißt der? Jack Dorsey. Jack Dorsey, ja. Genau, was der jetzt gelauncht hat, dieses Web 5.0. Im Endeffekt ist das dieses Web 3, nur halt auf Bitcoin basiert, ohne dass du für jedes Projekt einen eigenen Token brauchst und dann hier auf CoinMarketCap tausende Tokens hast. Ich glaube, das ist irgendwo was Sinnvolles. Und da wird halt was Echtes gebaut, ohne dass alle Leute in den Coin ihr Geld reinschmeißen, mit der Absicht, einfach nur reich zu werden. Es ist halt immer dieses, glaube ich, Short-Term versus Long-Term. Es gibt wenig Leute, die jetzt eine längere Vision haben und daran jetzt mal 8 Jahre lang durch oder 10 Jahre lang durcharbeiten, um das Ziel zu erreichen, sondern einfach nur denken, ey, wenn ich jetzt einen Token launche, dann geht der noch to the moon mit den Leuten, die ich kenne und mit deinem Netzwerk. Aber es ist schon eine andere Phase als 2017, weil 2017 war es schon teilweise, da gab es ja echt wirklich kaum was. Und ich finde jetzt zumindest mal mit NFTs und solchen Geschichten, fängt das Ökosystem jetzt langsam an auszubauen. Also dass die ersten Use Cases angekratzt werden quasi, was da vorher jetzt noch nicht wirklich der Fall war. Celsius ist kein DeFi, Celsius ist ein Fintech. Ja gut, ich meine, das ist ein zentralisiertes Unternehmen dahinter, ja. Kann man ja ganz einfach schon daran ablesen, dass die Auszahlungen stoppen können. Ja? Bei Bitcoin ist es nicht so. Also bei Ethereum eigentlich auch nicht. Ja? Also okay, da kenne ich mich nicht genug aus, um zu sagen, was da die Mechanismen sind. Aber es ist halt wirklich dezentralisiert. Also bei Bitcoin kann halt niemand sagen, so jetzt wird erstmal nicht ausgezahlt. Also wenn ihr eine Wallet habt, wo euer Bitcoin quasi drauf ist oder beziehungsweise wo ihr eure Keys habt, dann könnt ihr jederzeit eure Werte bewegen. Natürlich mit der Bedingung, dass ihr bereit seid, die Fees zu zahlen. Ne? Also hier auf Mempool kann sein, dass die Fees durch die Decke gehen und dann wird es halt verdammt teuer sein, eine Kryptowährung. Aber es gibt kein zentrales Institut, was halt abschalten kann. Aber ja, von daher, let's see. Ich kann mir vorstellen, dass es eine gute Chance ist jetzt für die Zukunft und ich kann mir auch vorstellen, dass es jetzt ein paar Jahre sogar gibt, wo Krypto erstmal unterm Radar fliegt. Ne? Also so hat man das ja auch immer gesehen. Aber ist gut, dann wird jetzt mal ein bisschen gewerkelt und was Sinnvolles draus gebaut. Und die Leute, die eh nicht mit Herz und Blut dabei waren, fliegen dann in diesem Bereinigungsprozess hoffentlich raus. Ja. Ich hoffe, dir hat dieses Überflussvideo gefallen. Wenn du weitere Clips und Videos sehen möchtest, dann schau doch mal hier oder hier. Und wenn du die Highlights aus unseren wöchentlichen Twitch-Streams nicht verpassen möchtest, dann solltest du auf jeden Fall Überfluss abonnieren. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video.